Companheiros e companheiros. Eu queria mandar diretamente do Hallo Genossinnen und Genossen. Ich sende kraftvolle Grüße direkt aus Brasilien an alle Arbeiterinnen und Arbeiter, die in der vordersten Reihe dieser Situation, die wir erleben, stehen. Ich möchte einen Gruß an meine Kolleginnen vom Universitätskrankenhaus der Universität São Paulo richten, die diese Woche eine bedeutende Demonstration zur Verteidigung des Lebens der ArbeiterInnen gemacht haben. Ich möchte auch alle begrüßen, die uns bei dieser Kundgebung begleiten. Im Moment durchleben wir hier in Brasilien mit der ultrareaktionären Regierung von Jair Bolsonaro eine krasse politische Krise. Er ist der Schoßhund von Donald Trump und hasst alle Frauen, Schwarze, LGBT und ArbeiterInnen. Als die Pandemie begann, behauptete Bolsonaro, dass selbst wenn der Brasilianer in die Kanalisation eintaucht, passiere ihm nichts. Und das in einem Land, in dem mehr als 30 Millionen Menschen nicht einmal Zugang zu Trinkwasser haben und in dem die Mehrheit der Schwarzen am meisten an den Folgen dieser Pandemie stirbt. Um diese Stimme der Diktatur zu unterstützen, hat Bolsonaro die Unterstützung vom General Mourão, seinem Vizepräsidenten, der vor einigen Tagen eine Erklärung abgegeben hat, in der er den Militärputsch von 1964 begrüßte. Einen Putsch, der zu Tausenden von Toten, Gefolterten und Verschwundenen in unserem Land führte. Er hat auch die Unterstützung des Militärs, das in Rio de Janeiro eingreift und damit die Morde an den armen Menschen in unseren Favela verstärkt hat. Er hat die Unterstützung von Paulo Guedes, einer ultraneoliberalen Figur, die jede der arbeiterinnenfeindlichen Reformen vorbereitet hat, um diese Krise auf unsere Schultern abzuladen. Letzte Woche sahen wir Sergio Moro aus der Regierung ausscheiden. Ein Richter, der vom Ministerium für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten ausgebildet wurde und für die Operation Lava Jato verantwortlich war, der eine der Säulen des institutionellen Staatsstreichs im Jahr 2016 war. Ein Staatsstreich, durch den Dilma Rousseff aus der Regierung gedrängt wurde, um eine andere Regierung an ihrer Stelle zu setzen, die ArbeiterInnen noch härter angreift. Sergio Moro war eine Figur, die eine emblematische Rolle bei der willkürlichen Verhaftung des ehemaligen Präsidenten Lula spielte. Dieser Vertreter des Staatsstreichs, der jetzt außerhalb der Regierung steht, will den Anschein erwecken, als gehöre er zu den Institutionen des Regimes unseres Landes, das zwar an dem festhält, nun aber zynisch behauptet, dass sie angesichts dieser Krise besonnen wären. Und angesichts dessen müssen wir rufen, kein Vertrauen in das Parlament, die Justiz und die arbeiterinnenfeindlichen Gouverneure. Gerade jetzt, wo viele Angriffe auf unsere Klasse stattfinden, sie so viel leidet, müssen wir uns fragen, was die großen Gewerkschaften tun. Sie stehen unter Quarantäne. Ihre Anführer verweilen ruhig in ihren Häusern oder unterstützen die Angriffe gegen die ArbeiterInnen. Heute, sogar am 1. Mai, teilen sie die Bühne mit bürgerlichen PolitikerInnen, die Feinde unserer Klasse sind. Deshalb müssen wir mehr denn je die Gewerkschaften in die Hände der Arbeiterinnenklasse zurückerobern und verhindern, dass diese korrupte Bürokratie unsere Organisation und unsere Einheit behindert. Wir müssen die prekären Arbeiterinnen und Arbeiter, die Ausgelagerten, die Informellen, jene Jugendlichen verteidigen, die 12 Stunden am Tag auf dem Fahrrad arbeiten müssen. Wir müssen unsere migrantischen Geschwister verteidigen, die an den Grenzen gedemütigt oder getötet werden, wie hier in Brasilien an der venezolanischen Grenze. Ein Teil dieser Bürokratie wird von der PT und der Kommunistischen Partei Brasiliens unterstützt. Parteien, die sich selbst als Oppositionsparteien bezeichnen, aber als sie an der Regierung waren, haben sie den Kapitalismus verwaltet, indem sie Angriffe und Privatisierung durchführten, was von Lula selbst zugegeben wurde, der sagte, dass die Bankiers noch nie so viele Profite gemacht hätten wie zu seiner Regierungszeit. Der Kampf für Fora Bolsonaro erfährt die Unterstützung von Millionen Menschen in Brasilien. Diese Million könnte eine gesellschaftliche Kraft sein, die diese reaktionäre Regierung besiegt. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass dies nicht der Fall sein wird, denn es gibt Flügel des Regimes selbst, die auf eine Regierung von General Mourão als Ausweg hinweisen. Und leider schließt dies auch Teile der Linken selbst ein, die Politik der Anklage oder des Rücktritts verteidigen. Deshalb müssen die ArbeiterInnen hier in Brasilien heute mit allen Kräften rufen, weg mit Bolsonaro, Mourão und dem Militär. In diesem Sinn rufen wir auch den linken Block der PSOL, die PTSU und alle sozialistischen und revolutionären Organisationen auf, einen starken linken Block zu errichten, der eine Alternative zum Sturz Bolsonaros aufzeigt, aber unsere Klasse nicht hinter die Generäle führt. Isso é mais importante ainda no
Dies ist umso wichtiger in einer Zeit, in der die PT bereits gezeigt hat, dass sie dieses Regime retten will. Die PT hat als einzige Alternative 2022 an die Regierung selbst zurückzukehren. Oder noch schlimmer, indem sie den Weg ebnen, damit Morau eine Amtenthebungspolitik verfolgen kann, ohne das völlig undemokratische und autoritäre Regime, das wir in unserem Land haben, in Frage zu stellen. Für uns geht es also nicht nur darum, die eine oder andere Regierung zu wechseln. Es ist notwendig, dieses Regime zu stürzen. Und dazu gibt es keine Alternative, als dass das Volk selbst über seine Zukunft entscheiden kann. Wenn die Menschen den Rauswurf von Bolsonaro, den Rauswurf von Morau fordern, müssen wir auch die Durchführung einer verfassungsgebenden Versammlung kämpfen, in der wir frei und souverän alle großen Probleme unseres Landes diskutieren und Entscheidungen zugunsten der Mehrheit der Ausgebeuteten treffen können. Dies ohne jede Einschränkung seitens der gegenwärtigen Institutionen, die jahrzehntelang Komplizen des Angriffs und der Degradierung der Lebensbedingungen in unserem Land waren. Wir fordern die Linke auf, auch diese Fahne zu hissen. Wir glauben, dass dieser Prozess ein Weg zur Überwindung der Grenzen dieser verfaulten Demokratie, in der wir leben, aufzeigen muss und dass die organisierten ArbeiterInnen selbst zu der Schlussfolgerung gelangen können, dass es notwendig ist, für eine Regierung der ArbeiterInnen im Bruch mit dem Kapitalismus zu kämpfen. Andernfalls werden wir weiterhin unter den Konsequenzen des kapitalistischen Elends leben. Oder wir werden gezwungen sein, auf elende Menschen wie Bolsonaro zu hören, die Marielle Francos Namen benutzen, um ihre Interessen zu verteidigen. Nimm den Namen Marielle nicht in den Mund. Wir werden bis zum Ende für Gerechtigkeit kämpfen und dafür, dass alle Verantwortlichen ihres Mordes bestraft werden. Marielle ist ein Symbol für den Kampf der schwarzen Frauen in unserem Land. Ein Land, in dem schwarze Frauen 60% weniger Lohn bekommen als ein weißer Mann. Dies ist ein Beweis für das Sklavenerbe Brasiliens und dafür, dass der Rassismus weiterhin dem Kapitalismus dient. Aber am 1. Mai wollen wir auch an unsere Kampfgeschichte erinnern. Von den Sklaven, die sich in Quilombos gegen die Sklavenherren erhoben oder die in Haiti die erste schwarze Revolution der Geschichte machten. Wie Karl Marx sagte, die Arbeit in weißer Haut kann nicht dort emanzipieren, wo sie in schwarzer Haut gebrandmarkt wird. Deshalb kämpfen wir für die Einheit der ArbeiterInnen, Schwarze und Weiße. Und mit Hunderten von ArbeiterInnen haben wir am Arbeitsplatz Komitees von Esquerda Diario organisiert, mit denen wir Millionen Menschen mit einer Stimme erreichen, damit es die KapitalistInnen sind, die für diese Krise bezahlen. Dies sind einige der Schritte, die wir unternommen haben, um für den Aufbau einer revolutionären, internationalistischen Partei zu kämpfen, die für den Wiederaufbau der Vierten Internationale kämpft.